So, herzlich willkommen zum nächsten Unboxing. Wir haben hier bei diesem Unboxing, wie ihr schon in der Titelbeschreibung lesen konntet, den Grafikkarten-Wasserkühler von Aqua Computer. Das ist der Aqua, steht das irgendwo draus? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der hieß. Dann packen wir es mal aus. Gucken wir mal, ob das drin steht. Ah, noch zugeklebt. So. So, habe ich noch gar nicht reingeguckt. Oh, schick. Einen voll vernickelten. Ja gut, den packen wir jetzt gar nicht aus. Den sollten wir einfach erstmal da drin lassen. Man kann ja hier alles sehen. Hier haben wir die Anschlüsse. Kann man natürlich, für mich war das wichtig, dass wir sehen, wie das Wasser da durchläuft. Ja, und genau. Ja, Aqua Computer. Das ist der. Ja, jetzt muss es hier irgendwo stehen, oder? Montageanleitung. Vielen Dank für den Kauf des Grafikkartenkühlers der Aqua Computer. Der, genau, der Cryo Graphics für GTX Titan X. Ja, gut, hier steht für Titan X. Es ist aber definitiv für die GTX 980 Ti ebenso möglich, passend. So, was haben wir hier? Hier haben wir einmal die Wärmeleitpads haben wir da drin. Wir haben, wie bei jedem Wasserkühler mir gesagt wurde, bei jedem Grafikkühler haben wir die Verschlussstopfen dabei. Das heißt, zwei Verschlussstopfen sind dabei, dass wir die minimale Anzahl an Anschlüssen benötigen. Das heißt, wir brauchen, wenn wir zwei Anschlüsse für den GPU-Kühler, ne, dann haben wir die 200 Verschlussstopfen, müssen wir nicht mehr SLI arbeiten, müssen wir nicht 2 ein, 2 aus. Das heißt, wir müssen keine extra Verschlussstopfen kaufen. Das wollte ich damit sagen. Ne, weil die immer mit dabei sind. So, einmal Englisch, einmal Deutsch. Sehr schön. Das sollte ich auch hinkriegen. Hier soll auch ein bisschen Wärmeleitpaste verwendet werden. Die jetzt aber nicht mit dabei ist. Keine Wärmeleitpaste. Aber wir haben ja schon Wärmeleitpaste bei unserem CPU-Kühler. Und die werden wir dann hier auch benutzen. So, das war es auch schon. Ein sehr schön, also ich fand den sehr geil und habe gehört, dass er wunderbare Kühlleistung erbringen soll. Und wie wir den montieren, werde ich wahrscheinlich auch im kleinen Bild zeigen. Aber ich tippe auch nur mit Bildern, so ein Bildlog. Denn das alles per Video festzuhalten, ist auch meine erste Wasserkühlung. Und dann möchte ich meine Ruhe haben. Und werde das alles dann mit Bildern festhalten. Gut, das war es dann auch schon mit diesem kurzen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bald wieder mit dabei seid. Und vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal.